Ja, hallo, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ich bin's wieder, euer Charlie. Hier aus dem Wald bei Kirspe wieder. Und es ist am Regen, wie man sieht. Das haben die Pilze ja gerne. Dann wollen wir noch mal gucken, ob wir welche finden heute. Also, triff, triff. So, wunderbar. Ich sehe von hier auch schon Kartoffelbowiste stehen. Ja, aber wo Kartoffelbowiste sind, noch andere Pilze. Oh ja, hier finde ich an einem Buchenstamm Saitlinge. Sommerseitlinge. Ja, dann werde ich mir die einpacken, wenn die gut sind. Und hier am Fuß einer Eiche wieder ein Schwefelporling. Wie gesagt, Eiche, Tannin, Gerbsäure, nimmt der Pilz gerne auf und kann ihn bitter machen. Muss aber nicht, aber kann. Ja, hier haben wir einen Lärchenbestand und hier stehen Goldröhrlinge. Die sind auch alle gut. Dann nehmen wir ein paar von mit, die sind lecker. Ja, hier haben wir Schlumpfhausen von Goldröhrlingen. Also dann nehme ich mir ein paar von mit. Nicht viele, aber einige. Hier stehen ein paar Lärchenröhrlinge. Die sind im Grunde genau das gleiche wie der Goldröhrling. Die haben nur eine braune Huthaut. Ja, hier finde ich Semmelstoppelpilze. Ja, hier wachsen welche. Ja. Charakteristisch beim Semmelstoppelpilz, da sind diese Stüppelkes unterm Kopf. Nochmal Cluster von Goldröhrlingen. Ja, hier stehen noch ein paar Pfifferlinge, kleine. Ich weiß nicht, ob die sich lohnen. Lassen wir stehen. Hier in einem kleinen Fichtenbestand Steinpilze. Ja, und wo einer steht, da kann man ja bald schon mit Schlumpfhausen rechnen. Ja, so findet man die Steinpilze. Hier in einem kleinen Fichtenbestand, den der Borkenkäfer übrig gelassen hat. Ja, da will ich mich hier mal umgucken. Und hier steht es auch, das klebrige Hörnchen. Ein Pilzanzeiger. Ja, ein Steinpilz wie gemalt. Guck mal, wie schön. Ja, wenn man dann hier so durchgeht, man sieht überall Steinpilze stehen. Hier. Hier, ja, so das lohnt sich hier. Das richtige Habitat für Steinpilze. Ja, dann ist auch der Steinpilzzeiger nicht weit. Der Fliegenpilz. Ja, also wen es interessiert, in diesem Wald war ich noch nie und hier stehen überall auch kleine Steinpilze, wie man sieht. Überall, wo man hinguckt, Steinpilze. Das ist ja hier in Eldorado. Ja. Ja, dann finde ich hier auch noch eine Marone. Ja, jetzt kommen wir auch in eine Ecke, wo Marönchen sind. Auf was Feines. Hoppala! Marönchen! Was für ein schöner Pilz. Ein Fotomodell war das. Schöner Pilz. Ja! Ja, die Marönchen sind selten, aber da. Oh, da. Zwei Stück. Ja, eins ist sicher. Diesen Wald werde ich mir merken. Das ist einer der letzten Fichtenwälder, die der Borkenkäfer übersehen hat. Und hier steht alles voll mit Steinpilzen. Also wirklich. Mal hier. Da einer, da welche, da steht einer, aber den kriege ich nicht scharf. Das ist ein richtiges Sauwetter heute, aber die Pilze, die sprießen wie doof. Also hier ist ein richtiges Eldorado von Steinpilzen. Wahnsinn. Ja, wie gemalt steht hier noch ein Maronenröhrling. Ja, dann ernten wir den auch noch. Ein Birkenraufuß. Und wo einer sind, da sind auch mehrere. Das war schon fressen. Ich glaube, ich lasse stehen. Ja, liebe Freunde, da muss ich es beschließen. Das Körbchen ist voll.
Ja, hat sich gelohnt. Dann wünsche ich viel Freude hier mit diesem Filmchen. Geht selber los, denn es geht jetzt richtig los, wie ich das jetzt gemerkt habe. Ja, trüff, trüff. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.